So, heute möchte ich Ihnen einen Tipp geben, wie Sie mehr Schwunggeschwindigkeit und natürlich mehr Länge erreichen können, indem Sie den Winkel, den Sie beim Ausholen haben zwischen linker Arm und Schaft, im richtigen Moment lösen. Okay? So, aber bevor Sie das überhaupt können, ist es wichtig, dass Ihr Schläger auf der richtigen Ebene bleibt. Wenn Sie das schaffen, den Schläger, also so wie Sie hochschwingen, so wieder runter zu schwingen, dann werden Sie nur davon sehr viel Geschwindigkeit gewinnen. Beim Abschwingen fangen Sie ruhig an, runter zu schwingen mit dem Arm. Nicht schnell bitte. Die Geschwindigkeit möchte man hier unten am Ball haben und nicht hier oben. Und während ich dann runterschwinge, benutze ich meine rechte Hand, um diesen Winkel zu lösen. Also ich übe Druck aus mit der rechten Hand. Und dann sieht es so aus im Treffmoment. Und der Schlägerkopf überholt dann die Hände beim Durchschwingen. So, ausholen, da entsteht ein Winkel. Ruhig abschwingen. Und dann im Moment des Treffens versuchen Sie mal, die rechte Hand, die linke Hand überholen zu lassen. Üben Sie Druck mit der rechten Hand auf. Das Zischen sollte man in diesem Bereich hören und nicht hier oben. Wenn Sie es hier oben hören, dann haben Sie zu früh den Winkel gelöst. Okay, ich denke jetzt an meine rechte Hand. Ich bleibe auf der richtigen Ebene und ich löse mit der rechten Hand.